Guten Tag, was ist los? Ich heiße Björn Aslak, bin 22 Jahre alt und studiere in Trondheim an der NTNU. Jetzt werde ich über meine Heimatstadt erläutern, über Tromsø. In dieser Stadt, oft bei Deutschen als Dorf genannt, habe ich seit dem Jahr 2000 bis 2017 gewohnt, als ich mein Abi abgelegt hatte. Normalerweise liegt mindestens 1 Meter Schnee im Januar, was verursacht ein schönes Licht von Blau und Lila. Jetzt sieht es aber ganz grau und traurig draußen aus, weder als Winter noch als Sommer. Gut ist zwar, dass kein Schnee geschäufelt werden muss. Tromsø ist eine Stadt hauptsächlich auf einer Insel zwischen das norwegische Festland und die viel größere Walinsel am Atlantikküste. Die Region ist bekannt für einfach weit im Norden zu liegen, eingekreist von viel Meer und hohen Bergen, aber auch die Nordlichter, die Polarnacht und die Mitternachtssonne. Heute leben etwa 60.000 Menschen in Tromsø, davon 150 Nationalitäten, besonders viele Russen. Die Stadt gehört unter dem Namen von Paris des Nordens und das Tor zum arktischen Ozean. Historisch ist die Stadt eine Handelsstadt für Fischereien und Center für Forschung der Arktis gewesen. Vor ein paar Jahren war mein Alltag sowas. Ich stand früh auf, zu Hause an der Nordspitze der Insel, nahm den Bus 20 Minuten zum Gymnasium in der Stadtmitte an der Südostseite, dann Nachmittag Freiathletik trainieren. Abends hatte ich einen Job in einer Kantine, weiter bis ein bisschen einkaufen an der Westküste bei der Flughafen und danach endlich nach Hause fahren. Was mag ich mit Tromsø? Im Vergleich zu anderen Städten, in die ich seit 3 Jahren gewohnt habe, finde ich mit Tromsø besonders gut, dass saubere Luft, die tolle Ansicht an der hohen Bergen und das Meer, und wie man einfach in der Nähe rennen oder Skilaufen im Wald gehen kann. Auch habe ich herausgefunden, dass die Größe der Stadt ist klein und zentral genug, dass man viel Zuhörigkeit mit an allem Einwohner fühlt. Das heißt, alle Einwohner benutzen täglich die Hauptstraße, dieselbe Einkaufshäuser, Kinos, Sporthallen und so weiter. Alle haben viel gemeinsam. Die Stadtmitte ist auch sehr zentral, wo alle Busabfahrten einander kreuzen, obwohl die Stadt gleichzeitig weit geografisch gestreckt ist. Tromsø ist aber auch groß genug, dass es immer neue Leute kennenzulernen gibt und viele Sachen, mit denen man sich beschäftigen kann, zum Beispiel viele unterschiedliche Sportarten, Theater oder Festivals für Film und Musik. Was mag ich aber nicht? Erstens das Wetter. Nasser Schnee und Eis, die bis Juni auf den Boden liegt. Richtig Sommer muss man immer wegfahren zu erleben. Nach einem anderen Ort Nordnorwegens ist aber oft gut genug. Zweitens, den Alltag im Winter verbringt man leider am meisten drinnen. Viele Leute sitzen nur zu Hause und trinken mit gutem Grund. Zwar gibt es viele Kneipen, aber wenige Nachtclubs. Wahrscheinlich ziehe ich nie zurück, weil meine Familie in den Süden von Norwegen wohnen, weil ich lieber in einer etwa größeren Stadt mit mehreren Angeboten wohnen will, wegen des häufig schlechten Wetters und weil ich nun wenige Freundschaften hier noch habe. Die besten Zeiten, Tromsø als Tourist zu besuchen, sind Januar, Februar und Ende Juli, Anfang August. Aber das Wetter ist immer noch unvorhersehbar. Sogar im Vergleich zu den Nachbarregionen von Lofoten und Vesterålen ist die Sommerkälte mit weniger Tagen blauer Himmel. Tromsø ist aber eine gute Wahl, wenn man die Gelegenheit Nordlichten zu sehen und Ski-Alpin gehen will. Ich bete Heranwachsende aber nicht, als Touristen zu kommen, weil viele Deutsche hier an der Arktischen Uni studieren oder machen Au-pair oder sowas. Viele davon werden am Ende ihrer Aufenthalte
richtig gut in Norwegisch. Das war's. Tschüss.